Wie ist die Lage in der EU? Die Antwort ist sehr einfach. So bescheiden wie schon lange nicht mehr aus Sicht derer, die sie machen wollen. Ich glaube zwar nicht, dass sie sehr schnell zerbrechen wird, das glaube ich nicht, aber es ist durchaus möglich, dass eine ganze Reihe von unvorhergesehenen Entwicklungen eintreten. Ich halte nicht mal die Zukunft des Euro für gesichert, zumindest in der bestehenden Form der Eurozone. Ich halte es sogar sehr unwahrscheinlich, dass diese Eurozone in der bestehenden Form in Zukunft überleben wird. Das wissen inzwischen alle. Selbst der ehemalige EU-Kommissar Verheugen sagt heute, das ganze Ding hat einen Konstruktionsfehler, da hat man was falsch gemacht. Man wundert sich immer, was die als Politiker getan haben, als sie noch aktiv waren. Okay, wie kommt es zu dieser Entwicklung? Sehr zugespitzt. Die Europäische Union, die Währungs- und Wirtschaftsunion inklusive des Euro war, das wird jetzt hier vielleicht Kopfschütteln auslösen, ursprünglich ein antineoliberales Projekt, ein antineoliberales Projekt, kein deutsches Projekt, sondern ein Projekt, das gegen die deutsche Hegemonie gerichtet war. Aus welchen Gründen? Also die EU-Wirtschafts-Währungsunion war zunächst mal eine Antwort auf die neoliberale Globalisierung, weil man sagte, wir brauchen sozusagen eine große wirtschaftliche Einheit, die in der Lage ist, sozusagen der Verallgemeinerung des amerikanischen Kapitalismusmodells etwas anderes entgegenzusetzen, mit einem großen Binnenmarkt, der sozusagen Eintrittsbedingungen formulieren kann, die dann andere sind als die Eintrittsbedingungen zu anderen Märkten. Der Euro ist forciert worden aus Frankreich und anderen Staaten nach 1989, weil man explizit verhindern wollte, dass der D-Mark-Nationalismus, also die Politik der Deutschen Bundesbank, Europa beherrscht. Und deshalb wurde sehr schnell vorangetrieben eine Politik, die darauf setzte, Deutschland über eine Währungsunion einzufangen mit einer europäischen Zentralbank, die die deutsche Position schwächt. Das war das Ziel, oder zumindest relativiert, sie Einigungszwängen aussetzt, um zu verhindern, dass dieses wiedervereinigte Deutschland in Europa sozusagen etwas beschwört, was heute in der Debatte als neue deutsche Frage bezeichnet wird. Nämlich die Hegemonialmacht Deutschland, die den Rest Europas beherrscht, aufgrund wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, schierer Größe und so weiter. Das war die Ursprungsidee von Euro und Wirtschafts- und Währungsunion. Daraus ist etwas völlig anderes geworden. Warum? Jetzt komme ich zum Konstruktionsfehler. Die Wirtschafts- und Währungsunion bedeutete, und der Euro hat das sozusagen finalisiert, dass die europäische Integration als Marktintegration vorangetrieben wird, ohne dass es entsprechende Institutionen gab auf der politischen Ebene, der Steuerpolitik, der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik und so weiter, die diese wirtschaftliche Integration einholen. Das ist das sagen fast alle inzwischen, das war der Konstruktionsfehler. So, und wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass die Europäische Union, die von der Verfasstheit der Nationalstaaten, ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und so weiter ohnehin sehr unterschiedlich war, immer ungleicher geworden ist. Die Disparitäten zwischen den Mitgliedstaaten, insbesondere innerhalb der Wirtschafts- und Währungsunion, haben zugenommen. Und der Euro bedeutete, dass wichtige Mittel, um gewissermaßen die Wettbewerbsunterschiede der nationalen Ökonomien auszugleichen, bei einheitlicher Währung nur noch zu lösen waren über das, was der Kollege Streeck, in diesem Fall hat er mal recht, innere Abwertung nennt. Also es war nicht mehr möglich, über die Abwertung von nationalen Währungen Unterschiede der wirtschaftlichen Leistungskraft auszugleichen, sondern in Drucksituationen muss jetzt gewissermaßen innere Abwertung betrieben werden. Ich nenne das Landnahme, das bedeutet Druck auf Sozialstandards, Löhne und so weiter. Nicht? Dieser Mechanismus ist lange verdeckt geblieben, und zwar so lange, wie der Euro Prosperität bedeutete. Man darf nicht vergessen, ein Staat wie Griechenland, ein Land wie Griechenland hatte 13 Jahre Prosperität vor der Krise. Ja? Solange das so läuft, kann man auch ertragen, dass die Ungleichheit zwischen den Ländern größer wird. Ja? So, jetzt muss man noch was Zweites dazu nehmen. Es gab diesen Konstruktionsfehler, aber es gab auch einen Versuch, diesen Konstruktionsfehler auszugleichen,
durch etwas, was ich nicht nur ich, sondern Kollegen wie Leo Bieling, andere, die auch dem wissenschaftlichen Beirat von Anfang an gehören, was sie als neuen Konstitutionalismus innerhalb der Europäischen Union definieren. Damit ist gemeint, auf eine kurze Formel gebracht, dass immer mehr politische Entscheidungen auf technokratischen Wege verlagert wurden an Institutionen der EU und den Nationalstaaten und ihren Parlamenten entzogen wurden. Ja, dafür gibt es eine ganze Reihe von Belegen, die Finanzmarktintegration auf europäischer Ebene, wichtiges Attackthema, die Osterweiterung und dann natürlich auch die Austeritätspolitik in der Krisensituation. Also wir haben die Tendenz schon lange in der EU, schon vor der Krise 2008, 2009, dass immer mehr Entscheidungen zu technokratischen Entscheidungen werden, die den nationalen Parlamenten entzogen worden sind. So, jetzt kommt es zum dritten Punkt. Krise und Austerität, Folgen der Austeritätspolitik. Wieder im Schwanzgalopp. Krise der EU wird ursprünglich ausgelöst durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009. Diese Krise trifft jetzt aber eine Europäische Union, die im Inneren außerordentlich heterogen ist, sowohl institutionell als auch von der wirtschaftlichen Leistungskraft, und die nicht in der Lage ist, ihre Wirtschaftssteuerpolitik und so weiter zu koordinieren auf europäischer Ebene. Oder wenn, dann nur autoritär, technokratisch autoritär. Das führt dazu, dass die Krisenbetroffenheit sehr unterschiedlich ist in den Ländern. Es gibt Gewinnerstaaten, allen voran Deutschland. Es gibt ausgesprochene Verliererstaaten, das ist die gesamte südeuropäische Peripherie. Ja. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, müsste man auf die Strukturveränderungen in der europäischen Wirtschaft eingehen und warum das so ist, kann ich jetzt nicht machen. Ja? Und wir haben eine mittlere Gruppe, die zwar auch hart getroffen wurden, aber sich insgesamt in einer Aufwärtsbewegung befinden, das sind die osteuropäischen, baltischen Staaten, Polen beispielsweise gehört dazu. Das sind grob die drei Gruppen von Ländern, die es innerhalb der EU gibt. Jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen, wie ist zu erklären, dass Deutschland zum Krisengewinner geworden ist. Es gibt eine Legende, die sagt, wegen der Hartz-Reform und der Agenda-Politik. Daran ist gar nichts richtig. Das ist total falsch, das ist völliger Blödsinn. Ja? Deutschland ist zum Krisengewinner geworden, weil die Gewerkschaften noch nicht genug geschwächt waren, weil man sich zurückbesonnen hat auf eine Arbeitsmarktpolitik, die man jetzt im Einzelnen, im Detail nicht gut finden muss, aber die im Grunde eine Politik, Antikrisenpolitik der Vor-Schröder-Ära gewesen ist. Erinnern wir uns, Langzeit-Kurzarbeit, Abwrackprämie, das ist nichts anderes als ein Bastard-Keynesianismus, die Abwrackprämie, nicht? Man erzeugt Nachfrage, das kann man jetzt ökologisch verwerflich finden. Und es gab vor allem Betriebsräte und Gewerkschaften, die das in den Unternehmen auch durchgesetzt haben. Ja, anderswo hat man es probiert, aber es hat gar nicht gewirkt. Das waren die Hauptinstrumente sozusagen, um einen Beschäftigungseinbruch zu verhindern. Das hatte mit Schröder und den Arbeitsmarktreformen erstmal gar nichts zu tun. Das Verrückte ist jetzt aber, dass wir bezogen auf Deutschland zwei Prozesse haben. Erstens diesen Prozess der inneren Abwertung. Da waren die Agenda-Politiken enorm erfolgreich. Nirgendwo in keinem anderen europäischen Land, sagen inzwischen selbst liberale Ökonomen, hat die Vermögenseinkommensungleichheit in den letzten 20 Jahren so zugenommen wie in Deutschland. In keinem anderen Land. Wir haben im internationalen Vergleich, europäischen Vergleich, den größten Niedriglohnsektor. Nur Litauen ist noch etwas größer und so weiter und so weiter. Ist ja bekannt, brauche ich nicht ausmalen. Also die deutsche Ökonomie konkurriert mit Mitteln, die man vielleicht der süd- oder osteuropäischen Peripherie zuschreiben könnte, mit gravierenden Auswirkungen nach innen. Das erzeugt wirtschaftliche Ungleichgewichte. Und in der Krisensituation ist Deutschland aber in der Lage, sozusagen auf einen sozial integrativen Kurs in Anführungszeichen umzusteuern und den Beschäftigungseinbruch zu verhindern. Und das führt dazu, dass Deutschland tatsächlich zu einer halbhegemonialen Macht in Europa wird, die auch auf Frankreich, die zweite hegemoniale Macht, immer weniger Rücksicht nimmt. Das ist die Konstellation. So, warum beschreibe ich das? Weil die deutsche Regierung, die Bundesregierung innerhalb der Europäischen Union eine ganz andere Politik macht, nicht eine ganz andere, aber eine anders, deutlich anders akzentuierte Politik als nach innen. Bei uns gibt es ja eine Politik, die die schlimmsten Auswirkungen der Hartz-Reform abfedert, allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn, Rente mit 63 und so weiter. Innerhalb der EU sind Schäuble und die Bundesregierung die härtesten Verfechter der Austeritätspolitik. Der Grundgedanke ist,
Die südeuropäischen Krisenländer haben über ihre Verhältnisse gelebt. Verschwiegen wird, dass die bundesdeutsche und andere Finanzindustrien bereitwilligst Kredite gegeben haben im Rahmen dieses Euro-Regimes, um diesen schuldengetriebene Expansion zu finanzieren. Nicht? Das wird immer unter den Tisch fallen gelassen. Aber ausgehend von diesem Paradigma, diese Länder haben über ihre Verhältnisse gelebt, bedeutet das in der Konsequenz, wenn man zu fett geworden ist, muss man hungern und den Gürtel enger schnallen. Das ist der Ansatz von Austeritätspolitik. Dieser Ansatz ist den südeuropäischen Ländern aufgezwungen worden. Aufgezwungen muss man etwas relativieren. Teilweise hatten sie auch Regierungen, Spanien, Portugal, die das breitwilligst mitgemacht haben. Es ist also ein Elitenprojekt, nicht nur ein deutsches Projekt. Wozu hat diese Austeritätspolitik geführt? Sie hat die Unterschiede in der Europäischen Union noch größer gemacht. Sie spaltet die Union in eine kleine Gruppe von Gläubigerländern und eine viel größere von Schuldnerländern. Und sie führt zu nationalen Egoismen. Kleines Beispiel nur, weil wir hier in Halle sind, wird ja immer behauptet, dass die Deutschen die faulen, in Anführungszeichen, Griechen auszuhalten haben. Daran ist überhaupt nichts richtig. Mal abgesehen davon, dass das Geld, was geflossen ist, um griechische Banken zu retten, die griechischen Banken deshalb gerettet hat, in erster Linie um die Einlagen französischer und deutscher Banken zu retten. Ja, das sagt selbst Hans-Werner Sinn, nicht? Das kann man überhaupt nicht bestreiten. Aber es kommt noch was anderes dazu. Das Institut für Wirtschaftsforschung hier in Halle hat berechnet, ja, dass, ich spitze mal zu, schlechte Nachrichten aus Griechenland gute Nachrichten für den deutschen Fiskus sind. Warum? Je unsicherer das in den Krisenländern wird, desto eher flüchtet man mit Geldanlagen bei Niedrigzinspolitik, zum Beispiel in deutsche Staatsanleihen, die als sichere Hafen gelten. Das führt wiederum dazu, dass wegen der Niedrigzinspolitik die alten Kredite zu hohen Zinsen umgeschichtet werden können und das schafft ein ordentliches Plus in der Kasse des deutschen Fiskus. Die Hallenser haben ausgerechnet, selbst wenn es einen totalen Zahlungsausfall aus Griechenland gäbe, läge der auch jetzt mit dem dritten Paket, läge der bei 90 Milliarden. Ja? Aber das, was der Fiskus schon gespart hat, der Deutsche, liegt bei 100 Milliarden. Ja, bei 100. Das heißt, so oder so, der deutsche Fiskus ist immer der Gewinner. Es gibt eine Schattenseite des Ganzen, nicht, weil die Sparer dran glauben müssen, wir keine Zinsen mehr für unsere Sparbücher kriegen und so weiter und so weiter. Aber aus fiskalpolitischer Sicht ist Deutschland als Gläubiger Nutznießer der Krise und schlechte Nachrichten aus Griechenland sind gute Nachrichten für den deutschen Fiskus. Warum sollte man da einlegen? Ja. So, jetzt aber zu den Folgen, den sozialen Folgen der Austeritätspolitik. Die Austeritätspolitik hat in Griechenland und in anderen Krisenländern verbrannte Erde hinterlassen. In Griechenland ist das besonders extrem, da kenne ich mich auch aus, da habe ich jetzt selber geforscht und muss sagen, jedes Mal, wenn ich darüber rede, gerate ich innerlich in Rage und muss aufpassen, dass ich nicht ausraste. Ja? Ich habe auch gelegentlich, wenn ich im Ausland auftrete, gesagt, dass ich mich schäme für den deutschen Finanzminister und sein Auftreten. Ja. Es ist im Moment wieder so weit, die Erpressung geht ja weiter und Schäuble schwingt wieder das Zepter. Wenn wir uns jetzt real angucken, was hat die Krisenpolitik, die Austeritätspolitik in Griechenland bewirkt? Also klar, ist Griechenland war ein ineffizienter Kapitalismus mit rudimentärem Wohlfahrtsstaat und so weiter und so weiter. Und es gibt einen Eigenanteil der griechischen Eliten etc. Das stimmt alles. Ja? Und natürlich haben sie sich reingemogelt mit finanztechnischen Tricks, an denen Goldman Sachs wieder federführend beteiligt war, um in die EU reinzukommen. Das stimmt alles. Ja? Aber jetzt gucken wir uns mal an, wie die Dinge gelaufen sind. Sie sind gestartet mit 7,7% Arbeitslosigkeit. Im Zuge der Austeritätspolitik ist die auf über 28% geklettert, über 25% geklettert. Real, ich war dort, ist sie noch viel größer, weil vieles statistisch gar nicht erfasst wird. Es gibt da Leute, und das sind nicht wenige, die gehen zur Arbeit seit Jahren und kriegen keinen Lohn. Ja? Es gibt Zehntausende, die erleben, sie gehen morgens in ihre Werkshalle und dann sind die Maschinen weg. Ja, also man kann sagen, eine zerstörte Ökonomie, 180.000 Betriebe, Pleite oder kurz vor der Pleite, das ist eine zerstörte Gesellschaft in Griechenland.
Das, was diese Krisenpolitik erreicht hat, das hat keine wachstumskritische Bewegung erreichen können. Es ist eine Ökonomie, die geschrumpft ist um mehr als 25%. Selbst der Kapitalstock ist geschrumpft. Und selbst wenn die Wachstumsmaschine jetzt wieder anspringen würde, ja, und selbst wenn die, was keiner für realistisch hält, 3,5% Wirtschaftswachstum jährlich machen würden, dann würden sie, weil sie auch einen Primärüberschuss im Haushalt erzielen müssen, mehr als 20, vielleicht 25 Jahre brauchen, um auch nur das Vorkrisenniveau zu erreichen. Da ist ein Kollege Schultheiß, der hat dort geforscht, die subjektiven Auswirkungen für die griechische Bevölkerung sind, dass da Leute leben, die jetzt sagen, es kann nicht mehr besser werden in Zukunft. Sie haben das Bewusstsein einer gestaltbaren Zeit verloren. Ja? Sowas kennen wir aus den armen Gesellschaften des globalen Südens. Aber in Europa völlig unbekannt. Ja, selbst in den osteuropäischen Ökonomen, sogar in Albanien, hat man eher das Gefühl, es geht aufwärts, in einer gewissen Weise, jedenfalls für Teile davon. Das ist weg in Griechenland. So, und jetzt komme ich zum politisch entscheidenden Punkt. Obwohl diese Fakten alle bekannt waren, obwohl diese Fakten alle bekannt sind und auch dem deutschen Finanzminister bekannt sind, hat es die Situation gegeben, aus Protest gegen die Austeritätspolitik wird eine kleine Splitterpartei, deren Führungspersonal ich fast alle persönlich kenne, noch aus alter Zeit, ja, zu einer Massenpartei, die mit über 30% der Stimmen gewählt wird, die versucht, etwas anderes auszuhandeln, damit scheitert, sich ihre Politik legitimieren lässt in einer Volksabstimmung, wo ich nie geglaubt habe, dass sie gewinnen können. Sie haben sie gewonnen mit deutlich über 60% der abgegebenen Stimmen, die dann doch eingelenkt hat, weil sie sich nicht zugetraut haben, den Brexit zu vollziehen, weil wahrscheinlich zu Recht der Brexit weitaus schlimmere Konsequenzen noch hätte als das, was jetzt gegenwärtig passiert. Und die dann mit einem neuen Diktat in den Austeritätskurs gezwungen wird, den Schäuble und Verbündete diktieren, über den Jürgen Habermas sagt, der Philosoph, schändliche Politik, den Antje Vollmer, meines Erachtens völlig zu Recht, von der Bedeutung mit dem Einmarsch der Warschauer Vertragstruppen in Prag vergleicht. Ich halte das für in der Dimension völlig berechtigt, nicht was die Mittel angeht. Es waren nicht Panzer, sondern es sind in diesem Falle gläubiger Schuldnerbeziehungen. Ja. Von dem Erhard Eppler sagt, das könnte ein Sargnagel der EU sein. Erhard Eppler, Sargnagel der EU. Für die EU. Für die EU. Ja. Und dem deutschen Finanzminister im Rücktritt. Ja. Ich halte das für eine völlig richtige Einschätzung und sie wirft natürlich die Frage auf, ob innerhalb dieser Konstellation überhaupt noch progressive Politik und sei es eben nur ein bisschen Reformpolitik jenseits der Austeritätspolitik, ob die überhaupt noch möglich ist. Und bitte beachtet die Situation in Portugal und beachtet die Situation in Spanien, wo es inzwischen auch linke Mehrheiten gibt, wenn auch schwierig in Spanien. Schon wieder argumentiert Schäuble, weil die portugiesische Regierung abrückt vom Austeritätskurs, steigt die Arbeitslosigkeit und die Zinsen steigen wieder an und die Finanzmärkte bestrafen die Portugiesen. Daran stimmt gar nichts. Also ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, das jetzt zu zerpflücken. Die Argumentation stimmt hinten und vorne nicht. Es ist wieder eine reine politische Disziplinierung, die Alternativen innerhalb der EU nicht aufkommen lassen will. Und ich glaube, es gibt einen ausschließlich und in erster Linie politischen Grund dafür, nämlich den, die eigene Politik nicht delegitimieren zu lassen. So, und jetzt, wenn ich das mal sagen darf, was bedeutet das in der Konsequenz für die EU? Ich habe die Flüchtlingsfrage völlig rausgelassen, sage auch nichts dazu. 3 Szenarien, die gegenwärtig diskutiert werden, und dann mache ich auch Schluss. Szenario 1, Demokratisierung der europäischen Institutionen, das ist Jürgen Habermas. Der Vorschlag hat Charme. Nur folgendes Problem, wenn wir demokratisieren, dem Europäischen Parlament mehr Rechte geben und so weiter, es wird aber permanent die falsche Politik gemacht, weil wir rechte Mehrheiten kriegen, Rechtspopulisten an die Regierung rennen und so weiter, haben wir damit nichts gewonnen. Zweite Position, die Institutionen sind gut an sich, wir müssen eine Abkehr haben vom neoliberalen Kurs, Kollege Schulmeister und andere. Gute Position lässt aber Folgendes außen vor. Die Europäische Union ist ein Imperium oder eine Mixtur aus Imperium und Staat und der Marktradikalismus, die Marktorthodoxie ist ihren Institutionen eingeschrieben. Auch der Juncker-Plan
Jetzt. Wer Investitionen verspricht, verspricht ihm nur gegen Auflagen, dass weiter reformiert wird. Und mit Reformen ist immer das Gleiche gemacht. Arbeitsmarkt weiter deregulieren, Arbeitsrecht einschränken, Gewerkschaften schwächen, Verhandlungen dezentralisieren auf Betriebsebene und so weiter und so weiter. Das ist institutionell eingeschrieben. Das kann man nicht einfach außer Kraft setzen. Nur weil man irgendwo eine neue Mehrheit hat, hat man das nicht aus den Angeln gehoben. Und die dritte Alternative wäre sozusagen kontrollierter Ausstieg aus der Eurozone. Nölke, Höppner, andere vertreten das. Hat auch eine Schwierigkeit, die Hauptschwierigkeit, wie bei Szenario 1, in der Regel haben wir die Dinge nicht in der Hand, sondern die andere Seite entscheidet, was passiert. Deshalb wäre meine Schlussfolgerung, wir müssen uns auf alles einstellen, auch darauf, dass die Eurozone auseinanderfliegt. Und von da aus müsste man linke Gegenstrategien planen. Und was das bedeutet, das werdet ihr ganz produktiv klären und die Lösung finden. Vielen Dank. In Griechenland würde wahrscheinlich noch viel mehr Kosten bringen, als das noch weiter wohlstehen kann, als das bitte, verschiedene Technik. Könntest du das noch ein bisschen erklären? Und ist nicht der Hauptwiderspruch der Linken in Griechenland darin zu sehen, dass die Bevölkerung den Euro will, weil sie fordert? Und dass es Syriza nicht geschafft hat, darauf hinzuarbeiten, dass sich diese positive Einstellung, wenn ich es richtig sehe, eben auch oder im anderen Wort verschärft. Syriza hätte die Wahlen gar nicht gewonnen, wenn sie gesagt hätte, wir machen nicht Brexit. Du hattest gesagt, die EU sollte an und für sich erst ein antiliberales Konzept sein. Und dann sind die Entscheidungen immer mehr den nationalen Parlamenten entzogen worden. Wer hat das denn gemacht? Wie kam das denn zustande? Ist mir unklar. Okay, danke. Ralf war als dritte Person. Ja, du hast drei Modelle am Ende vorgeschlagen, die alle schwere Probleme haben. Warum kann man nicht Demokratisierung der EU und Abkehr vom neoliberalen Kurs gleichzeitig machen? Okay, hier vorne noch eine Frage und dann wäre noch die Caro und dann würde ich sagen, ist es genügend, weil sonst läuft man die Zeit davon. Ja, zu der inneren Abwertung in Deutschland, die die Lord Klaus dann mit der Krise eben ausgesetzt worden ist. Ich hab da die Dimensionen eigentlich gar nicht als so gravierend erlebt. Ich glaube eher, dass in dem Konzept, dass eben an der Peripherie der EU Verliererstaaten konstruiert werden, die dann enteignet werden, dass da eben das große Geld herkommt und dass die innere Abwertung in Deutschland gar nicht, die hat sicherlich eine Rolle gespielt, andere haben ähnlich reagiert. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland sozusagen als Zentrum der Machtausübung dann noch zusätzlich über die innere Abwertung Vorteile gewonnen hat. Im zweiten Punkt, den du genannt hast, wo der Grund oder wo es darum ging, welche Gründe es gibt, warum Deutschland sozusagen als Sieger sagt, also als Staat aus dieser Krise rausgeht, der es gewonnen hat, da hast du den neuen Institutionalismus genannt, richtig? Konstitutiv. Den Konstitutionalismus, ja. Das habe ich nicht verstanden. Ich würde dich bitten, das nochmal zu erklären oder auszuführen. Und die Frage, warum Deutschland da irgendwie als Gewinner rausgeht, sagst du, das ist nicht Folge dieser ganzen Hartz-IV-Reform, sondern. Das ist nicht Folge der Hartz-IV-Reform, sondern einer geschwächten Gewerkschaftspolitik. So habe ich mich verstanden. Und ich glaube, dass du aber noch mehr dazu gesagt hast. Kannst du diese beiden Punkte vielleicht schlicht nochmal wiederholen und ausführen? Natürlich eine schlechte Kombination, lange Fragen mit kurzen Antworten. Direkte Aufforderung. Ja, prima. Jede Antwort wurde ein neues Referat ermöglichen. Ja, ich probiere das aber trotzdem wieder kurz zu machen. Brexit und Euro. Ich schicke jetzt eines voraus. Ich weiß es natürlich auch nicht so genau, sondern ich
sage jetzt sehr ungeschützt meine Position dazu. Ich denke, dass Syriza gar nicht versucht hat, das ist völlig richtig, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass ein Brexit die sinnvolle Option wäre, weil die Mehrzahl, die große Mehrheit in Syriza davon ausgeht, dass das nicht zutrifft. Und meines Erachtens, das ist jetzt meine Position, soweit ich die Dinge überschaue, zu Recht. Warum? Die griechische Ökonomie ist inzwischen hochgradig exportabhängig und zwar bei existenziellen Gütern. Zum Beispiel wird die Frage nach überlebenswichtigen Medikamenten im Ausland sehr stark. Import wohl, oder? Importer, ja, Entschuldigung, habe ich Export gesagt. Sorry, ja, natürlich genau das Gegenteil. Importer. Das würde bedeuten, Brexit und dann Abwertung der nationalen Währung, dass natürlich die Importgüter viel teurer werden. Ja. So, und die Frage steht dann zugespitzt so, sind wir dann noch in der Lage, auch nur die überlebenswichtigen Dinge zu importieren, die wir brauchen. Dazu kommt eine andere Geschichte. Also Hans-Werner Sinn, jetzt der marktorthodoxe Neoliberaler, oder nennt sich ordoliberaler Ökonom, der immer nur politisch denkt und das in ökonomische Terminologie kleidet, plädiert ja auch für einen Brexit. Ja? Und dahinter steckt aber eine völlige Fehlkonstruktion. Zu glauben, Brexit und Währungsabwertung würde jetzt die griechische Volkswirtschaft in die Lage bringen, wieder Bereiche schnell zu etablieren, die exportfähig werden. Das ist eine Wunschvorstellung. Ja? Ein Land, was so kaputt gemacht wurde, braucht nach allem, was wir wissen aus Lateinamerika, wo der IWF ähnliche Spuren hinterlassen hat, muss ich hier auf hier offenen Türen an, braucht aller Wahrscheinlichkeit nach Jahrzehnte, um wieder auf die Beine zu kommen. Cordoba, viele Jahre nach der Finanzkrise, und als ich dort war, stiegen meine argentinischen Begleiterinnen aus, weil sie sahen, dass an den Rändern von Cordoba Häuser wieder bezogen wurden, die während der Krise verlassen wurden. Das war 10 Jahre nach der Krise. Also die Währungsabwertung als Mittel zur Wiederbelebung der Wirtschaft ist viel zu wenig. Es geht nicht ohne, ich sage es sehr klar, ohne Schuldenschnitt und ohne Wiederaufbauprogramm. Ich nenne das nicht Marshallplan, ohne Wiederaufbauprogramm. Und die Wiederaufbauprogramme müssen auch endogen entwickelt werden. Da ist eher das Problem. Syriza hat etwa mit den eigenen Instituten ganz gute Ideen entwickelt, wie man zum Beispiel Energiewende machen kann, öffentlich gefördert. Das Problem ist eher, dass Tsipras und Co. dann doch zu den Consultants laufen, zu denen alle laufen und sich Hochglanzbroschüren drucken lassen, was man in Zukunft alles machen könnte. Das ist außerordentlich problematisch, in meinen Augen. Man hört gar nicht auf die eigenen Leute des Pulitzer-Instituts und so weiter. Aber ich sehe keine realistische Option für einen Brexit. Das heißt nicht, dass er nicht doch kommen kann. Es steht ja wieder kurz Spitze auf Knopf. Es kann dazu kommen und auch darauf muss eine griechische Regierung vorbereitet sein. So, jetzt muss ich für die anderen Fragen deutlich kürzer machen. Das war Brexit, ist aber eine sehr komplizierte Frage. Jetzt müsst ihr mir nochmal helfen. Konstitutionalismus. Wer hat den eigentlich verbrochen? Und was ist das? Also, in sehr kurzer Fassung, Konstitutionalismus bedeutet, dass die Europäische Kommission und ihre operativen Organe in vielen politischen Fragen Fakten schaffen, ohne dass die nationalen Parlamente gefragt werden, beziehungsweise manchmal werden sie gefragt, aber keiner überschaut die Folgen. Also ein Beispiel ist die europäische Finanzmarktintegration, wo man jetzt grob gesagt so argumentieren kann. Die Nationalstaaten delegieren Entscheidungskompetenz, nämlich die Märkte zu öffnen für Finanzmarktakteure wie Hedgefonds und so weiter, an die europäische Ebene und schaffen auf der europäischen Ebene Handlungszwänge, die sie dann national exekutieren können. So läuft das Spiel. Und die Impulsgeber sind natürlich Deutschland und Frankreich gewesen, aber in erster Linie Deutschland. Bei der Finanzmarktintegration hat Großbritannien immer eine ganz entscheidende Rolle gespielt und so weiter. Also es gibt Machtpromotoren, es gibt ein Zentrum, es gibt eine Peripherie, es gibt aber auch wechselnde Koalitionen und nicht alles ist geplant im Sinne eines großen strategischen Masterplans, sondern es spielt auch viel Zufall eine Rolle. Ja? Also wenn ich
die europäische Osterweiterung beschlossen habe, dann entsteht eine Dynamik, weil die ist jetzt an Bedingungen gebunden, die Behörden überwachen. Und was das dann für Folgen hat, überschaut keiner mehr. Also das hatte zum Beispiel die Folge, dass die südeuropäische Peripherie ihre Bedeutung für Deutschland verloren hatte, ökonomisch, weil Osteuropa das ersetzt hat. Die Wertschöpfungsketten haben sich vollständig verändert. Das ist was die Italiener bis heute nicht richtig verknusen können. Ich war gerade auf einer Konferenz der italienischen Linken, wo ein antideutsches Ressentiment in einer Weise herrschte, dass Luciana Castellina aufgestanden ist und gesagt hat, Deutschland ist das demokratischste Land der Welt. Ja, und riesige Empörung auslöste, aber einfach um diesen antideutschen Reflex zu konterkarieren. Und der hat aber seinen Ursprung in diesen Veränderungen. Und vieles davon findet in unseren Parlamenten nicht statt, schon gar nicht gegenüber der Bevölkerung, sondern es wird in Gestalt von Richtlinien erlassen, Ausführungsbestimmungen gibt es da und so weiter und so weiter. Das heißt, es entstehen scheinbar Sachzwänge, die auf Ebenen erzeugt werden, oberhalb der Ebene der nationalen Parlamente. Also führt auch dazu, um noch ein letztes Beispiel zu sagen, alle europäischen Institutionen machen Dinge, die sie eigentlich nicht dürfen. Die Europäische Zentralbank macht Währungspolitik. Ja. Darf sie eigentlich gar nicht. Macht sie aber. Ja, und so weiter und so weiter. Das ist mit Konstitutionalismus gemeint. Eine Ebene, eine staatliche Entscheidungsebene, die nicht Nationalstaat ist, die nicht demokratisch ist, sondern im Grunde die Verfassung eines expandierende Imperiums mit unsicheren Außengrenzen, die über Verfahrensrichtlinien regiert, wie zum Beispiel beim Asylrecht mit dem sogenannten Dublin-System. So, der nächste Punkt, Deutschland in der Weltwirtschaftskrise. Sehr kompliziertes Thema, ich versuche es mal sehr kurz zu machen. Was sind die Ursachen der deutschen Erfolge? Die wichtigste ökonomische Ursache ist, dass Deutschland seine Position benutzt hat, und da hat die innere Abwertung schon eine Rolle gespielt, die eigene Position in der Weltökonomie zu verbessern und sich von Europa zu emanzipieren. Der Hauptgrund dafür, dass Deutschland in der Krise nicht eingebrochen ist, war natürlich die Exportverflechtung mit China und den New Emerging Countries, also den BRICS-Staaten. Das war der Hauptgrund, gewissermaßen. Und dazu kam sozusagen das Krisenmanagement, das dem alten Sozialkapitalismus entsprach. Das waren die beiden entscheidenden Faktoren, gewissermaßen. Nicht? Also, um es nochmal zu pointieren, ich kann es jetzt einfach nicht mehr gründlicher ausargumentieren. Deutschland hat über die innere Abwertung mit Mitteln konkurriert, die eigentlich nicht die Mittel einer hochentwickelten Exportwirtschaft sind, hat damit anderen europäischen Ökonomien zum Beispiel Industrieanteile weggenommen. Der deutsche Industrieanteil ist neben Österreich und dann Tschechien und so weiter der höchste in Europa und in der Welt, der ist sogar noch gewachsen. Aber auf Kosten anderer europäischer Ökonomien. Und das wiederum hat mit dazu beigetragen, auch mit der Veränderung der Wertschöpfungsketten in Europa und der Verankerung sozusagen in den südostasiatischen Märkten, dass Deutschland ökonomisch hegemonial geworden ist in Europa. Aber nur ökonomisch, nicht politisch. Und ökonomisch auch nur zum Teil, weil es die Politik der Europäischen Zentralbank nicht kontrollieren kann. Ja? Kleine Bemerkung dazu, die Ausplünderung der südeuropäischen Peripherie ist für die deutsche Stärke nicht zentral. Nicht zentral. Diesen Effekt gibt es auch. Ne? Also Fraport kauft die wirtschaftlich gesunden Regionalflughäfen in Griechenland zum Spottpreis. Also das ist auch immer im Preis sozusagen, aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Preisszenarien, ja, voll die Zustimmung. Also wir brauchen sozusagen wahrscheinlich eine Mixtur aus allen drei Szenarien. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir uns vor Augen führen müssen, dass wir sozusagen als Linke die Dinge nicht in der Hand haben. Die Linke ist so extrem geschwächt in Europa. Die Musik wird von anderen gespielt. Und deshalb muss man sozusagen, meine ich, realistisch einkalkulieren, dass es Entwicklungen geben kann, die völlig außer Kontrolle laufen. Und darauf muss man aber eben auch vorbereitet sein. Meines Erachtens als ein wichtiger Schritt würden wir so etwas brauchen wie eine Schuldenkonferenz wie nach 1945. Die Lösung diskutiert wird auch für die südeuropäische Peripherie, unter Einschluss aber der Regierung dort, weil es nicht einfach ein Bottom-up, ein Top-Down-Programm sein kann. Wir brauchen indigene Lösungen, die aus den Ländern selber entwickelt werden. Und ich denke,
Auch darüber ist ja schon mal diskutiert worden nach der Krise, dass wir aller Wahrscheinlichkeit für solche Hilfs- und Unterstützungsprogramme auch die nordafrikanischen Mittelmeeranrainer mit reinnehmen müssen. Wir werden bei der Flüchtlingsfrage unweigerlich drauf kommen. Ja? Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, die deutsche Rolle, das ist mein letzter Satz jetzt, ist mit Halbweg im Mundial sehr gut zusammengefasst. Also deutsche, weder ist der Austeritätspolitik ein rein deutsches Programm, die ist in Großbritannien noch viel härter exekutiert worden, obwohl Großbritannien nicht Mitglied der Wirtschafts- und Währungsunion ist und den Euro nicht hat. Es ist ein transnationales Elitenprogramm, zum Teil auch mit Hilfe der Eliten in den Krisenländern durchgeführt. Wir haben es also sozusagen mit einem transnationalen Klassenprojekt zu tun, das aber natürlich in der Hauptsache aus Deutschland gefeatured wird. Daraus folgt auch, dass die entscheidende Frage für die Europäische Union ist, wie sich die Kräfteverhältnisse, die politischen, sozialen Kräfteverhältnisse in der Haupt- oder halbhegemonialen Macht Deutschland bilden. Wenn sich hier die Dinge ändern, ändern sie sich auch in der Europäischen Union. Ich sage es mal sehr zugespitzt. Wenn die Sozialdemokratie nicht diese beschissene Politik machen würde, die mit Sozialdemokratie gar nichts zu tun hat, ja? Wenn sich dieser Gabriel nicht hingestellt hätte und mal so und zum Teil rechts von den Rechtspopulisten argumentiert hätte, wenn sie gesagt hätten, das, was Varoufakis will, ist ein sozialdemokratisches Programm, was nicht mal den Schuldenschnitt impliziert. Wenn sie dafür gekämpft hätten, für eine andere Europäische Union, das wäre eine Machtoption gewesen. Und dann hätte man auch um Mehrheiten ringen können. Aber so wie es jetzt ist, ist das eine einzige abgrundtiefe Scheiße. Entschuldigung. Okay, ich danke Klaus. Ich glaube, das waren sehr deutliche Worte. Du hast angesprochen Gewinner- und Verliererstaat und ich glaube, wir haben da auch die Verantwortung und du hast im Januar tatsächlich das noch etwas dezidierter gesagt. Du hast gesagt, es muss ein Schuldenschnitt kommen und wir müssen über die Transferunion reden. Das sind nämlich die Konsequenzen von einem Schuldenaudit, was gemacht wird. Weil wir haben einfach eine große Verantwortung. Ich möchte jetzt in die Diskussion gehen, ins Plenum und wir sollten politische Perspektiven und die Rolle von ATTAC und anderen sozialen Bewegungen betrachten und eure Statements, eure Meinungen, weil ich glaube, wir sind alle der Meinung, progressive Politik ist möglich, wir müssen nur gucken, wie. Deswegen ist jetzt die Diskussion im Plenum eröffnet. Bitte um Wortmeldung. Was du ausgeführt hast bezüglich Schulden, der Schuldenkonferenz nochmal unterstreichen. Das ist eine Sache, die innerhalb von ATTAC mal besprochen wurde, aber das liegt mehr unter Ferner Liefen. Und du hast selber gesagt, dass die Sache zuspitzen bezüglich Griechenland, wenn ja die Zeitung, also wenn man ein bisschen sich darin vertieft, wird man sehen, oder erst dann, dass praktisch geplant oder vorausgesehen wird, im Juli könnte sich alles zuspitzen, weil dann Griechenland mehrere Milliarden zurückzuzahlen hat. Einige sagen 6, andere 10. Je nachdem, ob man diese kurzfristigen Kredite mit einbezieht oder nicht. Also, ich finde, wir sollten innerhalb von ATTAC klären, ob wir so eine Forderung wie Schuldenkonferenz, dazu gab es eine Initiative, die 100.000 Unterschriften bekommen hat im vorigen Jahr auf der Europaseite, auf der europäischen Ebene. Und weiterhin ein letzter Punkt, Schuldenkonferenz ja, Schuldenstreichung ja. Bei Schuldenschnitt muss man ein bisschen aufpassen, weil zum Beispiel so dieser sogenannte Schuldenschnitt von 2012 gegenüber Griechenland unter anderem dazu geführt hat, dass die Kasse, also die Rentenkasse, um die Hälfte so ihre Einlagen oder ihre Reserven verloren hat. Und wenn man jetzt praktisch, wenn man jetzt sagt, die Rentenkasse in Griechenland wäre nicht besonders gefühlt, also Rentenreform, Rentenkürzung, hat es auch damit etwas zu tun. Das heißt, man muss schauen, wenn Schuldenstreichung, welche. Ein letzter Punkt, wir haben uns ziemlich viel Arbeit den Bericht der Wahrheitskommission über die griechischen Schulden zu übersetzen und zu veröffentlichen. Ich finde es gut, wenn es zu mehr Veranstaltungen kommen könnte als die 5, die wir organisiert haben jetzt im Februar, um sich damit zu befassen.
Du hast gesagt, schöne Konferenz, und meine Idee oder meine Anmerkung dazu wäre, ob man nicht auch, um das fassbar zu machen, wir sind ja nicht nur in Deutschland, sondern in Europa auch attackt, um das fassbar zu machen, dass man Forderungen aufstellt, die sozusagen von allen attackt, von allen Menschen, die davon betroffen sind und auch wir gemeinsam getragen werden, um sowas überhaupt transportieren zu können. Und du hast ja selbst gesagt, das ist ein internationales Eliteprojekt. Der Klassenkampf wird international gegen die Armen geführt. Und wir haben hier bei ATTAC in der Gruppendiskussion seit Wochen diskutiert über ein Umverteilen. Umverteilen als nicht nur jetzt hier im Punkto ein bisschen mehr Geld hier für die Sozialkassen, sondern generell ein Umverteilen. Also Umverteilen als eine strategische Forderung, die man in alle Länder tragen kann und die auch von uns als internationale Organisation auch getragen werden könnte. Also das wäre meine Idee dazu. Hugo war dran und dann die Person hin. Ja, du hast uns ja nun vor Augen geführt, die drei Szenarien und ihre Undurchführbarkeit. Und das hat natürlich auch bei ATTAC dazu geführt, dass der eine oder die andere der Meinung sind, man sollte das Ganze doch lassen und dem englischen Brexit auch noch einen deutschen Exit hinzuzufügen. Und hindert uns irgendwie daran, nun ein eigenes Szenario zu entwickeln. Denn auch wenn dieses, auch mit Exit und Brexit, werden wir keines der ökonomischen und der sozialen Probleme gelöst haben. Die Aufgaben bleiben, verschärfen sich. Ich meine also, es wäre die Sache wert, sich in dieser Situation doch zu überlegen, welches denn als viertes realistisches Szenario möglich wäre. Eine Mixtur aus dreien reicht mir nicht. Und dass es etwas sein muss, was eine starke soziale Komponente hat und eine deutliche Demokratisierung enthält, ist auch klar. Was ich nicht verstehe, ist, dass auch eine geschwächte Linke keine ernsthaften Versuche unternimmt, eine solche Strategie zu entwickeln und sie nicht nur in Seminaren und Veranstaltungen wie diesen zu diskutieren, sondern wirklich eine Bewegung dahin entwickelt. Eine von breiten Schichten getragene Bewegung, die sich für eine Alternative einsetzt. Ich meine, dass dies vielleicht eine Richtung wäre, über die wir als ATTAC, die wir als ATTAC anstoßen wollen. Hier könnten wir eine unserer Aufgaben sehen, ohne nach den Sternen zu greifen, aber ein realistisches Projekt auf den Weg zu bringen. Danke, Hugo. Wie Klaus, ich glaube auch nicht, dass es unsere Frage hier ist, für welche Szenarien wir uns entscheiden, oder ob man ein viertes aufmacht, weil dann wird an so allgemeinen Szenarien keine politische Bewegung entwickeln. Ich glaube, die große Aufgabe für uns ist zu überlegen, wo finden wir innerhalb dieser Widersprüchlichkeiten, die sich da bewegen, Ansatzpunkte, wo man politischen Druck ausüben kann, der auch europaweit verallgemeinert. Das könnte die Diskussion zu Schulden sein, das könnte auch die Diskussion um Unverteilen sein. Ich glaube, was wir brauchen, eine relativ konkrete politische Forderung, wo Bewegung entstehen kann. Weil für eine Demokratisierung der EU geht niemand auf die Straße. Das kann man im Seminar diskutieren. Für den Austritt für eine Währungsfrage geht niemand auf die Straße. Das kann man auch im Seminar diskutieren. ATTAC sollte aber stärken, also wir müssen das diskutieren im Seminar, wir müssen aber dann gleichzeitig gucken, an welcher Ebene gibt es einen Punkt, der sich europaweit politisch verallgemeinern lässt. Wir hatten das vor
drei, vier Jahren im unverteilten Kontext überlegt, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel eine europaweite Vermögensabgabe zu fordern, die als Infrastrukturmaßnahme dient, haben dann selbst in unserem Attac-Netzwerk festgestellt, dass es keine Sache ist, die alle mittragen, weil sich Probleme unterschiedlich stellen. Wir haben im Blockify-Kontext genau die gleiche Diskussion. Wo haben wir verallgemeinbare Dinge? In der EZB hatten wir das, da hatten wir einen Angriffspunkt. Und das ist, glaube ich, zurzeit die große Frage, wo kriegen wir das hin, um diese Dinge zusammenzuführen. Und da habe ich noch nicht so richtig die Lösung, und da würde ich auch dafür plädieren, nicht die Frage für oder gegen Exit, Brexit und so weiter zu diskutieren, sondern zu diskutieren, wo finden wir den sozialen Punkt, wo wir soziale Bewegungen entwickeln können. Ja, ich fand vorhin den Hinweis sehr, sehr spannend, dass eben der deutsche Fiskus nur die Hand draufhalten braucht und gar keine aktive Politik machen braucht, um die Kassen zu füllen. Da können andere Bereiche sehr kostenintensiv sein. Der deutsche Fiskus spart halt oder er nimmt eine Menge Geld ein, wenn die Griechen schlechte Nachrichten produzieren. Dieses Elite-Projekt, das basiert auf Kapitalflucht, und da sind wir eigentlich bei einem ureigenen Attack-Thema. Kapitalflucht hier in die scheinbar sicheren Häfen. Und damit ist irgendwo auch klar, dass Deutschland sowas wie eine Steueroase darstellt. Sind wir wieder beim zweiten wichtigen Attack-Thema. Allerdings, dass sich daraus automatisch irgendwie Motivation für Bewegung auf der linken politischen Hälfte ergibt, das halte ich für sehr gewagt. Also die Eliten sind sehr, wenn ich mal an Michael Hartmann, den Elitenforscher, erinnern darf, der hat eben sehr pointiert mal dargestellt, dass heute in diesen wirtschaftlichen, liberal durchstrukturierten Studiengängen, die eben auch noch von privaten Akkreditierungsagenturen zugelassen werden, wird mehr als die Hälfte der Studienzeit aufgewandt, damit die Leute den Habitus erlernen, eben nach außen darzustellen, dass sie zu einer gehobenen Gesellschaftsschicht gehören. Und wenn solche Geschmacksfragen entscheiden über Lebensläufe, dann soll man sich nicht wundern, dass Leute nicht motiviert sind, sich irgendwo links zu engagieren, wo die Leute eben ihre Betroffenheit ganz ehrlich und offen zeigen und damit sozusagen über dieses Mitgefühl eben schon halb auf der Verliererseite stehen. Also über solche kulturellen Phänomene sollte man sich auch mal Gedanken machen. Ansonsten irgendwo den Eliten Sand ins Getriebe zu streuen, ist natürlich eine sehr selbstverständliche Forderung und knüpft an alte Attack-Traditionen an. Danke. Marvin ist der Nächste. Ich bitte euch nochmal, die Letztverbliebenen versucht, möglichst auf den Punkt zu kommen. Also ich möchte mich bei Hugo bedanken, weil er meines Erachtens nach schöne Sachen vorhin gesagt hat, dass diese Lösungsansätze 1, 2 und 3 an sich nicht ausreichen, dass wir nach vorne schauen müssen, so habe ich es jetzt für mich mal übersetzt. Und ich sehe, wir haben Ansatzpunkte, die hier verschwiegen werden, nämlich das Thema Demokratie. Wenn wir gegen TTIP kämpfen, sagen wir ständig, das untergräbt die Demokratie. Das verstehen die Leute auch vor Ort. Aber wir haben gar keinen Begriff davon als Attack, was wir unter Demokratie verstehen. Wir verweigern uns ja sogar der Diskussion. Das habe ich ja beim letzten US-Ratschlag in Bremen erlebt, wo ich dann eins auf den Deckel bekam von irgendeiner Teilnehmerin, dass das ja bescheuert wäre. Genauso das Thema Privatisierung. Wenn wir hier in der AG Privatisierung uns gegen Autobahnprivatisierung stark machen und sagen, das ist auch eine Untergrabung unserer Demokratie, die wir hier irgendwie haben, nicken auch alle, und trotzdem haben wir keine Begrifflichkeit davon. Diese Frage wird momentan leider von den Rechten beantwortet, indem sie sagen, direkte Demokratie, aber eigentlich nur die Demokratie der Wohlhabenden meinen. Wir überlassen hier ein klassisches Feld der Linken den Rechten, insbesondere der AfD. Und das finde ich pervers, dass wir uns nicht zum Thema Demokratie äußern. Und zwar, natürlich sehe ich nicht Demokratie darin, jetzt parlamentarisch, also es gibt so viele verschiedene Sachen. Basisdemokratie ist noch harmlos, Rededemokratie gab es noch, Wirtschaftsdemokratie, alles Konzepte, die ja auch schon mal diskutiert wurden, die auch manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht in der Versenkung verschwanden.
Letztendlich bin ich schon der Meinung, dass wir dieses Thema konkret angehen müssen und sollten, sonst verlieren wir wirklich die Berechtigung, als Attac hier weiterzumachen für die nächsten Jahre. Ja, das passt jetzt gut. Daran anknüpfen und auch an Hugo und Thomas. Klaus hat gesagt, die Linke ist so schwach, dass sie nicht in der Lage ist, ein eigenes Projekt durchzusetzen. Wenn wir uns angucken, was realpolitisch tatsächlich passiert, gibt es als Alternativprojekt innerhalb der Eliten ja nur etwas, das in der Nähe eines der nicht möglichen Szenarien von Klaus liegt, linkssozialdemokratische, bestenfalls linkssozialdemokratische Regierungen in Griechenland, Portugal, eventuell Spanien. Ob daraus ein realpolitisches Alternativprojekt innerhalb der Europäischen Union wird, darüber oder werden kann, darüber könnte man spekulieren und diskutieren. Hugo, es ist jedenfalls ein Versuch von Teilen der europäischen Linken auf dieser Ebene zu antworten. Ob wir das unterstützen können, ob wir das unterstützen sollen, ist nochmal eine völlig andere Frage. Was wir aber tun, und da widerspreche ich Matti auch, was wir aber tun, ist in der Tat eine perspektivische Alternative aufzubauen. Da sind wir dran. Das machen wir mit Blockupy, das machen wir mit Alterssummit, das machen wir, indem wir jetzt neu auch in die Fluchtauseinandersetzungen eingestiegen sind, wo es ja lange, seit Jahrzehnten, europäische Netzwerke gibt, die zusammen mit Selbstorganisierungen der Flüchtlinge und auch der organisierten emanzipatorischen Bewegungen in den Herkunftsländern der Flüchtlinge zusammenarbeiten, gemeinsame Netze aufgebaut haben und erheblichen Anteil daran hatten, dass wir in den letzten 9 Monaten das erlebt haben, was wir erlebt haben. Nämlich, dass Millionen von Menschen die europäische und speziell die deutsche Gesellschaft so durcheinandergebracht haben, dass die nie mehr werden wird, wie sie vorher waren. Und das tun wir genau deshalb, weil wir uns selber ermächtigen, dies tun zu können. Das genau ist die Form von direkter Demokratie. Da fehlt vielleicht noch das Tüpfelchen auf dem i, dass wir es auch so benennen. Machen tun wir es schon lange. Danke, Werner. Wir haben jetzt den letzten Redebeitrag neben Marvin. Rechts neben Marvin. Ganz hinten. Wie hat sie sich ganz mal vergessen? Ich wollte noch einen Punkt ansprechen. Wir haben hier im Ratschlag vor, ich weiß gar nicht wie lange, so lange ist es noch gar nicht her, hatten wir mal eine Debatte gehabt. Da hatte der Karl-Heinz Roth meines Erachtens einen sehr interessanten Aspekt angesprochen. Und ich wollte da mal so ein bisschen auf Kontinuität der Diskussion achten. Der Aspekt war der, perspektivisch auf eine Umkehr der Hierarchie innerhalb von Staatenbildungen hinzuwirken. Das heißt, dass nicht das Ganze zentral gesteuert ist, die zentrale Ebene am meisten entscheidet, die darunter liegende Ebene weniger und die ganz unten liegende am wenigsten, sondern umgekehrte Reihenfolge. Das ist wäre ein Demokratieprinzip, das meiner Vorstellung nach viel eher mit einer gerechteren Gesellschaft und einer emanzipatorischen Gesellschaft übereinstimmt. Und wenn wir auf die Veränderungen oder Gestaltung der Europäischen Union schauen, dann sollten wir genau diese Gesichtspunkte im Blick haben, weil ein Beibehalten der Europäischen Union oder eine Reform der Europäischen Union, wie sie im Moment ist, eigentlich darauf hinläuft, dass solche Veränderungsansätze immer schwieriger werden. Danke, Detlef. Wir erleben ja in Europa diese neoliberale Politik als Klassenkampf von oben seit, weiß der Kuckuck, 30 Jahren, der dummerweise nicht entsprechend durch Klassenkampf von unten beantwortet wird. Das ist ja das Problem und das haben wir auch in Griechenland und anderswo. Und der Herr Varoufakis zieht jetzt unter anderem durch Deutschland und eine seiner Vorschläge bei den Reden, die er hält, ist ja, dass er dagegen ist, dass die EU zerfällt, zurück in Nationalstaaten. Und er will also kämpfen für eine Demokratisierung der Union,
Das ist die eine Sache. Die andere, was er konkret vorschlägt, ist, dass die Zentralbank, die EZB also, eine Entwicklungsbank finanzieren soll, die praktisch für alternative Energieprojekte genutzt werden soll. Also ich würde mal sagen, so eine Art ökologischen Green New Deal oder sowas auf EU-Ebene. Und das ist mir sozusagen natürlich, ich finde das nicht schlecht, aber es ist natürlich nichts, was dieses kapitalistische System irgendwie in Frage stellt. Gut, die Kräfteverhältnisse sind nicht so, das ist wohl klar. Aber dass wir sozusagen diese Frage nicht mehr stellen, das ist mein Ärgernis. Und da möchte ich an einen Satz erinnern, den ich hier 1989-90 in Halle mir damals aufgeschrieben habe. Und der hieß so: Der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist bloß übrig geblieben. Das war so ein Slogan der friedlichen Revolution, der heute weitgehend vergessen ist. Und mein Problem ist halt, die ganzen wunderbaren Vorschläge, die hier gemacht werden und in der linken Debatte, stellen das System eigentlich nicht mehr grundsätzlich in Frage. Die Frage, wer bestimmt eigentlich, was, wie und wo produziert wird, denn das ist ja eigentlich der Kern. Sondern wir haben immer nur unterschiedliche staatsreformistische Vorschläge. Gut, im Endeffekt, wenn man die Kräfteverhältnisse nicht grundsätzlich verändert, und darum geht es ja, die Veränderung der Kräfteverhältnisse, um eine grundlegende andere grundlegend anderes Gesellschaftsmodell zu entwickeln, eine andere Welt ist möglich, das war ja ein Attack-Slogan und das ist eigentlich immer noch. Und letzter Satz, keine soziale Revolution ist auch keine Lösung, würde ich mal sagen. Also das ist, solange wir immer nur uns von den Herrschenden bestimmen lassen, wo es lang geht und wir immer dahinter hertraben mit Umverteilung und so weiter und so fort, werden wir grundsätzlich Probleme leider nicht in den Griff kriegen, meine ich. Danke. So, und jetzt der letzte Redebeitrag. Ja, danke. Danke an die Moderation. Wir führen ja hier die Grundsatzdebatte, lesen mal ab, um Kernpunkte der Attackarbeit. So war auch der Ausgangsvortrag. Und wir können aber letzten Endes ja nicht Europa per Beschluss hier verändern, sondern wir können nur hier darüber reflektieren, was wir aus unserem Kreis machen können, damit es sich verändert. Und da ist das Wichtige, worauf fokussieren wir uns? Und für mich war eine ganz wichtige, sag ich mal, ein wichtiges Destillat aus diesem Vortrag und auch aus einigen Beiträgen, dass Schulden und Verschuldung im Moment ganz wichtige Instrumente dieses Umverteilungsprojektes sind. Du stimmst mir zu. Marie-Dominique, ihr habt dieses Audit praktisch uns vorgelegt. Wir könnten damit arbeiten und die Forderung zu sagen, diese Schulden müssen gestrichen werden, ist natürlich ein sofortiges Umverteilungsprojekt. Ja. Fabian Scheidler hat geschrieben, einen langen Beitrag gesagt, es hat ja schon lange keinen Kongress mehr gegeben, der von der Tat ausging. Und wenn es einen mal wieder geben würde, würde ich sagen, dann muss er Schulden ganz klar im Zentrum haben. Wir haben ja dabei noch den Effekt, dass Privatisierung, Marvin hat es gesagt, damit sozusagen mitgeschleppt wird, indem wir sozusagen auch Verschuldungskonstrukte haben durch die Schuldenregelungen. Maastricht jetzt ergänzt um den Fiskalpakt und die deutsche Schuldenbremse, die jetzt ab 2016 weg, auf den Länderebene 2020, also praktisch die Kommunen werden zum Griechenland Deutschlands gemacht, hier innerhalb, also praktisch diese Spannung aus der Schröder-Ära wird praktisch hier weitergeführt über Verschuldungsregelungen. Und wenn Attac da einen Beitrag leisten könnte, das macht niemand im Moment. Die Verschuldungsproblematik ist eine Geschichte der Entwicklungs-NGOs, die haben das Wissen, aber die bringen das nicht in die gesellschaftliche Debatte mit dieser Vehemenz, wie es Attac könnte. Und darum plädiere ich. Macht einen Schuldenkongress. Ja. Vielen Dank, ich glaube, das war ein sehr schöner Aufruf als letztes Wort. Also meine Perspektive wäre für Attac und Sozialbewegung endlich in den zivilen Widerstand zu gehen. Ich sage bewusst Widerstand, weil ich nicht gehorsam bin, deswegen möchte ich nicht ungehorsam sagen. Wir müssen da einfach mehr tun. Es geht in Italien, es geht in Frankreich, dort werden Dinge verhindert und wir müssen hier auch aufhören, brav zu sein. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch 2 Minuten an Klaus geben und ich entschuldige mich für die Falschverklärung. Danke. Es ist unheimlich viel Interessantes und Richtiges gesagt worden. 2 Gedanken zum Abschluss. Der erste Gedanke ist,
Die andere Seite war es auch nicht so richtig weiter. Alles, was sie versuchen, um die Wachstumsmaschine in Europa wieder in Gang zu bringen, funktioniert gegenwärtig. Wir richten uns ein auf eine Situation säkularer Stagnation, langanhaltender Stagnation. Wenn die Eliten nicht weiter wissen, definieren sie neue Projekte, das müssen wir auf der anderen Seite auch tun. Das ist die strategische Situation. Und die zweite Bemerkung, ich bin ja immer für sowas wie Erfurter Programm, nicht? Auf der einen Seite pragmatisch in die Tagespolitik, aber auf der anderen Seite sehr klar zu definieren, was grundlegende Alternativen sein müssen. Und ich glaube in der Tat, dass die sozialen Bewegungen, das gilt vielleicht nicht für ATTAC, die auch eine Bündnisbewegung ist, aber schon für andere Kräfte, dass eine Hauptschwäche der Linken in Deutschland und anderswo ist, dass es keine Vorstellung einer anderen Gesellschaft gibt. Daraus habe ich jetzt den Vorschlag, für mich die Aufforderung gezogen, ich werde ja nächstes Jahr 60 und ich muss keine Drittmittel mehr einwerben und so. Jetzt bin ich mal mindestens so mutig wie Axel Honneth und versuche zu umreißen, was eine neosozialistische Postwachstumsgesellschaft sein könnte. Das will ich jetzt nicht mehr aus, sondern sage nur die vier Kernprojekte. Ich habe es auch schon aufgeschrieben. Erstens eine Regulationsweise, die die ökologischen Schäden von Wirtschaftswachstum abbildet. Deutlich macht. Das verändert die Regulationsweise. Zweitens, neue Eigentumsformen. Nicht das alte Staatseigentum, aber auch nicht das Privateigentum an Produktionsmitteln, sondern eine Form kollektiven Selbsteigentums. Dass das dringend nötig ist, sieht man zum Beispiel bei VW. Drittens, demokratisches Umverteilen. Ohne, völlig richtig gesagt, ohne Umverteilen in Europa kein Europa. Ohne Umverteilen von oben nach unten auch keine ökologische Nachhaltigkeit. Und ohne Umverteilung von den hochproduktiven Exportsektoren in den sozialen Bereich, die Sozialwirtschaft und so weiter, keine lebenswerte Gesellschaft. Das sind die zentralen Aufgaben. Und das vierte ist, rebellierende Demokratie und neue Wirtschaftsdemokratie, das wäre das nächste Kernprojekt, müsste zu allem was ausführen und verweise jetzt nur mal auf ein Buch. Der Aaron Taus, Professor aus Kolumbien, gibt ein Buch raus, wird jetzt demnächst bei VSA erscheinen, das heißt das Ende des Kapitalismus denken. Da habe ich zumindest mal aufgeschrieben, was ich unter den Kernprojekten verstehe. Und ich glaube in der Tat, obwohl ich früher immer anders argumentiert habe, wir haben uns ja schon öfter gesehen, nicht? Ich habe dann immer den Abwiegler gemacht. Im Moment kommt es darauf an, auch solche grundsätzlichen Alternativen wieder neu zu denken, weil soziale Bewegungen und die Linke ein Orientierungssystem brauchen, auf das man positiv verpflichtet ist, auch wenn man es nicht unmittelbar durchsetzen kann. Mehr habe ich nicht zu sagen.